Und damit willkommen zu einer kleinen Episode Palia mit mir, dem Fred. Nach dem Update habe ich so das Gefühl, dass einige Gegenstände, die man benutzen kann, auf jeden Fall jetzt noch deutlich effektiver sind. Warum ist das so? Wir haben jetzt natürlich nach dem Update in der Gruppe die Chance auf doppelten Loot. Werde ich auch gleich mal zeigen. Das bedeutet, jetzt zum Beispiel jetzt hier bei dem suchenden Glas, du läufst dann rum. Und wenn du dann was fängst und das leuchtet so ein bisschen grünlich, dann hast du da den doppelten Loot. In dem Fall haben wir dann zweimal den azurblauen Steinhüpfer. Ich glaube, er heißt so auswendig jetzt mal gesagt. Also hast du dann die Chance auf doppelten Loot. Das gilt für verschiedene Sachen. Für das Jagen von Insekten, für das Jagen natürlich der anderen Tiere, für Bergbau zum Beispiel und fürs Fischen natürlich auch. Und du musst dazu nur in einer Gruppe sein und du musst auf das Symbol oben links achten. Das, wenn ihr das da seht, dann seid ihr in einer Gruppe und dann habt ihr natürlich die Chance auf den doppelten Loot und deswegen sind halt manche Sachen, wie jetzt in diesem Beispiel das suchende Glas, einfach viel effektiver. Das hat natürlich jetzt auch mehrere Vorteile. Das Glas braucht 3 ungewöhnliche Tiere, also ungewöhnliche Insekten. Ich nehme dafür mal ganz gerne zum Beispiel so Schnecken oder so. Da kriegst du ja relativ viele von zusammen. 2-mal die Glühbirne und noch 2-mal Seidenfäden. Generell kannst du dieses Rezept kaufen, wenn du das Insektenfangen auf Level 8 hast. Dann kostet das 2500 Gold und findest du dann natürlich bei Auni im Gildenladen. Und wenn du ja in einer Gruppe bist, wie ich das ja gesagt habe, hast du die Chance auf doppelten Loot, also doppelte Gegenstände, beziehungsweise in diesem Fall doppelte Insekten. Es muss ja nur einer in der Gruppe dieses Glas benutzen und Rosalie und ich sind jetzt hier rumgezogen. Sie hat sich glücklicherweise erbarmt, jetzt mit mir hier rumzulaufen und dann mal das Glas zu benutzen und sie muss ja nur in einem Radius von 35 Metern bei mir sein und dann kriegt sie ja sowieso das, was ich auch fange. Und dadurch, dass wir ja in einer Gruppe sind, haben wir dann die Chance auf doppelten Loot und das finde ich einfach super. Klar, manche Gegenstände sind besser, manche sind schlechter, was ich jetzt eher nicht so gut finde, immer noch der Honigköder, den finde ich nach wie vor nicht gut, kostet ja auch einen Goldbarren, ne? Also gar nicht mal so gut, aber auch sowas wie das Jägerhorn zum Beispiel, das finde ich auch gar nicht mal schlecht. Und das suchende Glas auf jeden Fall noch mein Favorit, das macht auf jeden Fall Sinn. Dann haben wir natürlich auch noch den Erzkompass, der zeigt dir große Vorkommen von Eisen und Palium an. Und auch da hast du natürlich die Chance, wenn du in der Gruppe rumläufst, dann dir den doppelten Loot zu schnappen. Und du siehst ja sogar immer auf deinem Bildschirm, wo der Loot ist. Also wenn du den jetzt gerade abgebaut hast, dann siehst du ja oben dieses kleine Säckchen. Und dann weißt du, oh, da liegt der Loot. Das ist natürlich besonders wichtig oder besonders sinnvoll und besonders cool, wenn du halt jagst. Das war sonst immer das Problem, du bist rumgelaufen, du hast gejagt, du hast irgendwie ein Tier gefangen und du hast diesen Beutel einfach nicht mehr wieder gefunden. Und das ist ja mittlerweile anders. Darüber hinaus haben jetzt natürlich die Tiere auch diese Lebensleisten da drüber, dann sieht man auch immer ein bisschen besser, wie viel haben sie jetzt gerade noch, wie viele Schüsse braucht jetzt noch so ein Zernok oder sowas. Das finde ich persönlich auch nicht schlecht, also auf jeden Fall mein Tipp nach dem Update. Holt euch ein paar Leute zusammen, macht euch irgendwie ein suchendes Glas oder vielleicht auch ein Jägerhorn und geht ein bisschen zusammen auf die Jagd. Fischen geht natürlich auch ganz gut. Es ist so, ich denke mal, das ist so der Versuch der Entwickler, dieses Spiel ein bisschen mehr zu einem MMO zu machen. Ich weiß natürlich, dass einige Leute da auch das Ganze etwas skeptischer sehen und sagen, ja, aber ich spiele doch so gern alleine und jetzt bin ich mehr oder weniger gezwungen, in einer Gruppe rumzulaufen, damit ich mehr Loot bekomme. Da muss ich allerdings sagen, wir sind jetzt hier rumgelaufen und wir haben nur ein einziges Mal überhaupt doppelten Loot bekommen jetzt bei dem Glas. Das Glas hat sich aber trotzdem gelohnt, weil wir einfach so viele Tiere gefunden haben. Also wir haben so viele Insekten gefunden, plus natürlich noch die Seidenfäden, aus denen ich dann die Seide mache. Also das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Zum anderen macht es natürlich auch einfach Spaß, da mal so ein bisschen rumzulaufen, so ein paar Insekten zu suchen und zu fangen. Also ich kann euch auf jeden Fall beruhigen, wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr nicht in der Gruppe spielen wollt, ihr seid dann nicht zu gezwungen. Aber generell, um jetzt nochmal das ein bisschen zusammenzufassen, dadurch, dass wir jetzt halt in der Gruppe die Chance haben auf doppelten Loot, macht das auf jeden Fall Sinn, das zumindest mal zu probieren. Und für die Leute, die sowieso immer zusammenspielen, ihr solltet das ja dann sowieso immer machen. Also wenn ihr sowieso mit anderen Leuten spielt, dann auf jeden Fall eine Gruppe gründen, rumlaufen und dann auch auf jeden Fall mal so einen Gegenstand benutzen. Denn ich habe es gesagt, nur einer von euch muss diesen Gegenstand ja herstellen und alle anderen können ihn ja dann mitbenutzen. Das ist ja ganz einfach. Einfach zusammen rumlaufen, ihr müsst ja nicht mal im Discord oder so sein. Einfach zusammen rumlaufen und wenn der eine dann fertig ist, beispielsweise ihr nehmt erst das suchende Glas, der eine ist dann, ihr seid dann fertig damit, dann sagt der andere, ey, ich habe noch ein Jägerhorn, dann benutzt ihr noch das Jägerhorn und dann muss ja wieder nur einer das herstellen oder dann dabei haben und aktivieren und die anderen können dann das auch mitbenutzen oder ihr geht zusammen fischen.
das sind halt alles so Sachen. Ich finde das auf jeden Fall eine sehr coole Entwicklung. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, es lohnt sich natürlich auch, was das Gold angeht. Ne? Es lohnt sich auf jeden Fall auch, was das Gold angeht. Und natürlich zusätzlich, ihr habt noch die Achievements, Party People. Das bedeutet, wenn ihr mit anderen loszieht und ihr macht zusammen Sachen, dann kriegt ihr Erfahrungspunkte, ihr schreitet voran bei der Errungenschaft und ihr bekommt natürlich dann auch das neue Möbelset. Also mehrere Vorteile auf einmal. Ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt und wir sehen uns in einer neuen Episode. Wahrscheinlich dann schon, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, dann ist das Aufnehmen natürlich auch noch etwas einfacher. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.